Ja, dann mach los, aber ich trinke noch fertig. Los, los, los. Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Blog mit Anne, GV, Maxi, Hose und wie heißt er noch? Danny Fiat. Dingens. Ganz wichtig, liebe Zuschauer da draußen, schreibt uns jetzt sofort in die Kommentare, was ist für euch 80er Pornomusik? Wir hatten gerade eine kleine Diskussion darüber. Nefi schon auf? Fängt an zu summen. Ja. Wieso hast du einen Stream gestartet? Und Nefi fängt an zu summen. Careless Whisper, wo ist das denn Pornomusik? Was machst du denn da, ist ein Maxi? Klassiker. Nefi ist das Pornomusik. Tatsächlich. Jimmy, brauchst du eigentlich Hilfe, dein Grab wiederzufinden? Was machst du da? Ich baue! Ich kann meinen Charakter nicht freilassen. Ein Bau! Ich hab so Probleme gerade. Den Deko-Shop, verdammte Kacke nochmal. Was machst du denn? Ich bin tot. Ich kann's nicht erklären. War noch nicht so viel. Du hast dir eine rote Linie gezeigt. Wenn die rote Linie nicht stimmt, ist dein Pech. Nein, das ist alles gut, Maxi. Alles gut. Gib auf Maul gleich, Anne. Wisst ihr das? Prügelei! Prügel. So, ich brauche einen Boxring. Wir brauchen einen Boxring. Wir brauchen eine Boxarena, ja. Aber ja, wo wir gerade dabei sind, kommentiert uns bitte auch nach der Pornomusik. Bitte auch zu Game. Welche. Das GB. Red Quit. Ja, ich bin noch da, aber ich muss tatsächlich. Ich kann nichts machen. Hä, was? Warum? Hä? Was? Wieso? Was ist denn los? Sie ist komisch gestorben, glaube ich. Ja, ich bin, nur ganz kurz. Ich habe einen Spawner gefunden. Ja. Moment, ist sie hier unter uns gestorben? Ich bin unter der Erde. Okay, gut, aber wo ist denn jetzt dein Problem? Weiß ich auch nicht. Ich kann, ich kann nicht respawn klicken, das ist ausgegraut. Hä? Hardcore-Mode. Nee, ist raus. Drin. Aber Goro ist doch auch schon mal gestorben. Jetzt ist drin. Ab jetzt haben die Zuschauer gewotet. It's just a prank. Hä? Keine Ahnung. Moment. Difficulty normal. Was ist das hier? Aber wieso sind hier so viele fucking Skelette? Es ist Nacht. Ja, no shit, Sherlock. Ich sag's dir bloß. Ja, manchmal muss man. Ja, GV, joinen halt nochmal und guck, ob's dann geht. Ja. GV ist raus, Leute. Dabei. Ich bin gerade. Ich hab mich überfordert. Mein Bruder kam gerade hier rein und Telefon und Tür und alles. Ja. Du hast ein Telefon? Du wohnst in einem Haus? Du hast eine Tür? Ich hab nichts davon. Ich hatte auch Brüder und keine Tür. Ich hatte auch Brüder, was ist mit denen passiert? Jetzt kann ich respawn klicken. Okay, dann war es ein Bug, okay. Okay, also ganz kurz da unten ist ein Spawner. Jetzt dürft ihr mir gerne eine Frage beantworten, wenn da ein Spawner ist und ich mich zubaue. Können diese Assis diese Blöcke wieder wegnehmen? Nein. Ja. Nein. Ich hab von allen Seiten nicht mehr. Aber wenn du dich halt nur wenn du dich, wenn du, wenn du, wenn du, wenn dein, wenn der Raum, in den du dich einbaust, zu groß ist, spawnen die hinter dir. Und wenn er zu klein ist, kommen die ja nicht ran. Ja. Echt jetzt? Ja, dann sind sie hinter mir gespawnt. Ich hab mich so erschrocken. Anne, welche Farbe haben die Wände von deiner Kneipe denn? Also das jetzt schon? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, soll ich die. So, ich habe für alles eine Form gegossen, Hose. Wir können jetzt eigentlich. Awesome. Willst du dann mal zwei Alumina-Element Spitzhacken Steinwände schon machen? Wenn du Ressourcen brauchst, sag Bescheid. Ja, also Wasser und Lava brauche ich jetzt halt. Aber Lava habe ich. Ne? Ja, deswegen. Wie kriege ich Lava denn jetzt in die Schmelze? Wäre Eimer? Gute Frage. Ich glaube, es muss in den Drain reingepumpt werden. Guck mal, ob du mit einem Eimer auf den Drain rechts klicken kannst. Ansonsten muss ich Conduits machen. Können wir die Plattform so zusammenbauen? Dann können wir hier so einen gemeinsamen Steinpark noch machen. Kann man irgendwer, der. Naja, man kann auf jeden Fall die Wände aneinander schließen lassen. Das dachte ich ja. Oder wir machen einen Pfad dazwischen. Das geht natürlich. Kann man ganz kurz alle nicht in den Chat gucken, bitte? Danke. Wieso? Ich meine, du kannst auch einfach hier. Wir können auch zusammenbauen. Ne? Genau, einfach die Wände aneinander klatschen lassen. Ja, okay, das ist dann auch schön städtisch.
Regen ist halt schrecklich. Ja, der Regen macht vor allen Dingen immer das, weißt du, YouTube macht egal, du kannst mit 3 Milliarden Megabyte pro Sekunde aufnehmen. Mit Regen du lädst das bei YouTube. Scheiße aus, ja. Genau. Und immer wenn du Regen drin hast, YouTube macht einfach irgendwie Banane draus. Ich weiß auch nicht. Furchtbar. Das ist so der Trigger, weißt du, so YouTube sieht so Regen und dann Maxi Banane. Mag Bananen. Wer nicht? Maxi ist eine Banane. So, jetzt kommt Mission, ich brauche meinen Stuff zurück. Ist der jetzt weg oder kann ich den? Nee, da ist ein Grabstein, glaube ich. Ist weg. Alles oh, Doro, hast du dich mit ein paar Skeletten angelegt? Sieht man gar nicht. Drachen auf dem Kopf. Die Frage ist, wo kriegen wir am besten jetzt Marmor auf? Was? Also ich habe noch Marmor, glaube ich. Ja, aber kriegen wir ausreichend Marmor, ist die Frage. Ja, also zum Beispiel da hinten, die Schmiede ist, da hinten ist Marmor. Oh. Und dann, wenn man den Berg hier hochläuft, da hinten ist auch Marmor. Also es gibt schon relativ viel Marmor. Okay, gut zu wissen. Und sonst ist Marmor-Infrastruktur. Ich wollte auch gerade sagen, das Erste, wo ich denke, ja, das könnte Infrastruktur sein. Du wirst Treppenhaus mal brauchen, wir auch Marmor, ne? Ja, hat es geklappt, Nefi? Hä? Mit dem Lava-Reichen. Nein, hat noch gar nicht geklappt. Ich bin hier noch am probieren. Wenn du zweit im Fahrstuhl sitzt, dann kriegt man Schaden. Ja? Guck mal, ob ich einen Fluid Duct machen kann. Also ich habe noch anderthalb Stacks. Ein Stack und ein bisschen Marmor. Ich glaube, ich brauche das Hardened Fluid. Ja, nee, Hardened, also Hardened, lass mal einfach. Nee. Geh ich mal ein bisschen aus Opak abbauen. Brauchst du. Du brauchst 2 Invar und ein LED. Ja, genau, das meine ich. Das ist no problem. I got this. No problem. Und brauchst du dafür dann nicht auch ein Dings, ein Servo? Damit das ja, das kriege ich auch immer. No problem. Da mache ich aber einen normalen, glaube ich, weil that's fucking it's billiger, bro. Fucking it's billiger. It's a billiger, fucking. Bro. It's a billiger. It's a billiger. It's a yeah. Billiger. Da bin ich weniger. Ich bin gerade noch, was meine Wohnung angeht, ein bisschen inspirationslos, darum lasse ich die jetzt erstmal so. Ja, meine Wohnung ist auch nur. Also wenn du dir eine geile Wohnung angucken willst, kannst du gerne mal vorbeikommen. Okay. Dann zeig ich dir mein Crib. Zeigst du mir ein Video von der geilen Wohnung oder was? Ja, kannst auf meinen Kanal gehen, abonnieren und dann kannst du dir meine geile Wohnung. Das ist eine Roomtour. Du musst vorher abonnieren, sonst kannst du die Videos nicht sehen. Ach so. Das ist korrekt, ja. Wird dann gesperrt. Ich dachte, da ist YouTube Red unterwegs, du musst die Folgen kaufen. Boah, ich habe letzten Monat, ich glaube, 2 Cent mit YouTube Red gemacht, Alter. Ja. Es lohnt sich richtig. Das ist der krasse neue Scheiß, Mann. 2 Cent mit YouTube Red habe ich auch gemacht. Ja, Mann. Das ist heftig. Ja, was macht man? Ich kriege jeden Monat circa einen Aufruf. Was macht man denn bei YouTube Red? YouTube Red ist eigentlich nur in Amerika und das dann, eigentlich haben das. Das ist immer, wenn man so einen Titel auf Deutsch nimmt, der auch Englisch sein könnte. Ja, genau. Die verklicken das klingt sich. Eher wie so eine Porno-Version von YouTube Red. Ja, weil wegen RedTube wahrscheinlich, aber. Nee, aber YouTube Red ist eigentlich eine Version, das sind halt wirklich Produktionen, das sind so eine richtig krass hochaufwendige Produktionen, die YouTuber dann machen. Genau, und dann pro Folge. Ja, und 5 Euro verlangen. Die sind halt nicht nur krass hochwertig, sondern die sind auch furchtbar scheiße. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war da wirklich, also die hätten sich sogar bei RTL 2 eine Scheibe abschneiden ja, können. Genau. Ja, aber es ist halt wirklich mit Fernsehteam und alles, also es sind wirklich Produktionskosten dahinter. Sagen wir mal so, da ist eine Redaktion dahinter und wenn wir wissen, was eine Sache, die schlimmer ist als Clickbait, dann ist das eine Redaktion. Eine Redaktion, ja. Also. Das ist richtig. GV geht ab, ey. Das hab ich, ja nice. Ich wurde ja letztens ausgelacht, weil ich die 2 Pornoseiten, die ich kenne, aufgezählt habe und dann wurde mir gesagt, die sind ja schon voll outdated. Echt? Welche denn? RedTube und YouPorn. Ja, die sind ja. Super outdated. Ich werd nicht mehr was. Ja. Das ist voll 90er, doch keiner mehr. Echt, seit Jahren, Alter. Die haben nicht mal eine ordentliche Favoritenfunktion. Okay. Wo guckst du denn immer Hose? Ich hatte ja, die Klassiker natürlich, Ex-Hamster und so. Ex-Hamster? Ja, davon habe ich dann auch zum ersten Mal. Das klingt gehört. Irgendwie wie Anime-Kram, Alter. Ja, ist es auch. Also, es gibt auch die Hentai-Abteilung. Wo ist es auch Vertreter, der du musst einen Account auf den Pornoseiten haben, sonst kriegst du ja die scheiß Videos vorgeschlagen, die du gar nicht sehen willst. Ja. Nee, da kann man auch klar. So in der Suche anklicken, was man haben will, aber ich meine, wer weiß, was er will, der kann ja sowieso danach suchen. Ist ja egal, wo. Der kann sogar auf Google suchen. War? Ja. Oder wie ich letztens irgendwo gehört habe, du kannst auch bei YouTube googeln. Mhm. So, was brauchen wir? kurzer Moment der Verwirrung. Kannst du ja tatsächlich, oder? Willst den Tank einfach jetzt runterstellen und dann reinpumpen? Also ich ja, weiß, dass du über Google natürlich YouTube findest, aber umgekehrt. Ja, du kannst auch bei YouTube kannst du doch nach was suchen, also kannst du doch bei YouTube googeln. Weil googeln äquivalent für suchen ist? Korrekt. Okay. Au.
Was macht ihr jetzt gerade so konkret? Was, wann wir pumpen Lava in einen Ofen. Wir bauen eine Bar. Nicht alle durcheinander, Kindermann! Lava kommt rein! Wie viel essen? Ja, wie viel essen? Da ist Lava! Da ist Lava! Man braucht 1000 Lava, 1000 Wasser für einen Block. Für... Aber weißt du was? Wir kippen einfach mal alles rein und machen eine ganze Menge Obsidian. Ja. Warum macht der Obsidian? Und dann hole ich den einfach den Tank wieder. Warte, ich habe noch einen Lava-Eimer. Warum tut er das? Warte, ich will kurz gucken. Wir haben jetzt 27. Das 27 finde ich okay. Ja, da bleiben dann 20 übrig, aber das passt schon. Warte mal, 7 Obsidian. Reicht uns 7? Für ein bisschen Allomite? Ach, weißt du was? Wir machen einfach den ganzen scheiß Tank da rein, fertig. Rein und dann machen wir den Tank wasservoll und dann ist... Dann ist es nämlich eine gerade Zahl, ja genau. Also so viel wie halt hier dann an Lava drin ist, machen wir dann an Wasser rein. Lass mal für die Zeit hier eine unendliche Wasserquelle kurz machen. Ja. Oh. Nice try. Dann können wir nämlich den Tank schneller voll machen. Hast du gefragt, ob du mal eine Crafting Bench benutzen darfst? Oh, darf ich deine Crafting Bench benutzen? Bist du ja jetzt schon fertig. Guck mal, ja, wie da drin die Lava. Geht voll ab da drin, ne? Ja, ich bin froh, dass ich das Fenster vorne reingemacht habe und nicht hinten, weil hinten hätte man bestimmt schlecht gesehen. Hast du hinten noch vorher gehabt, oder nicht? Nee, das hatte ich noch gar nicht. So 30, okay, wir müssen 30 Eimer reinmachen. Warte, lass mich den erstmal kurz wieder auf High machen, damit wir mitkriegen, wann wir 30 Eimer haben. Und jetzt High sein. Philipp! Oh mein Gott, high. Ich muss mal kurz die Infrastruktur machen. Gecheatet! Hängt sie! Das ist voll. Oh nein, mit die Quelle. Nee, okay. Ja, es ist nur, weil wir beide gleichzeitig davon nehmen. Okay, du nimmst und ich sag, wenn du bei 30 bist. So hab ich auch eine schöne Aufgabe hier. 19, 20, 21, 22, 23. Alter, bist du schnell. 24, 25, 26, 27, 28, noch zwei! Noch einer! Stopp! Okay. Okay. Ja, Stopp hat Nefi nicht ganz mitgekriegt. Nee, das war nur die Geräuschkulisse, die weiterging. Ansonsten war. Obsidian! Obsidian! Was macht ihr jetzt mit dem Obsidian? Ganz geiles Metall. Wir machen Allomite draus. Haben Besitz also, und macht aus. Nice. Wir bauen Iron damit und wir im Nether was abbauen können. Oh, kannst du, bevor du das Allomite machst, vielleicht einfach mal 10 Obsidian, weil da sind ja jetzt wie viele Ingots drin? 64? Oh Gott, wie viel Obsidian, Molten Obsidian brauchen wir denn für einen Obsidian Block? 9. Hoffentlich nicht. 9? Ernsthaft? Ja, dann nicht, aber sonst hätte ich gesagt. 9? Nee, wir brauchen 2 Ingots. 288 Millibuckets sind das, 2 Ingots. Sollen wir dann eben kurz 10 Obsidian so mit rausgießen oder sollen wir die lieber so behalten? Dann kippst du doch in den Block hier. Aber wir haben einmal das zu viel Wasser, Alter, Bro. Ich kipp mir auch gleich ein. Ein Eimer zu viel Wasser. Ja, dann hast du den, dann haben wir den. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber du kannst das Wasser ja auch einfach hier reinkippen, oder nicht? Nee, warte, wir können das Wasser einfach rauspumpen. Mit dem Servo, weil ich habe ja einen Filter. Da kannst du ja Filter machen, yo. Was Schweitlist? Ich habe nur gefragt, ob ihr irgendwas braucht oder so an Ressourcen. Wasser raus. Aluminium, ganz viel, Givi, wenn du findest. Ja. Ich kann mal gleich in meiner Kiste gucken. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Aber was willst du jetzt machen? Wir haben jetzt 60 Ingots drin. Da musst du ja erstmal. Guck mal, ob du 10 Eimer, 10 Obsidian einfach so rausmachen kannst. Blöcke, genau. Oder ob das dann zu viel wird. Mach erstmal einen oder so, weil das würde dann halt noch für Nether-Portal reichen. Wir brauchten 2 tatsächlich nur. Ja, genau, 2 Ingots. Okay. Dachte nämlich auch NEE, weil dann können wir nämlich ein Nether-Portal noch bauen als positiven Nebeneffekt von dieser Geschichte. Wer Hallo, ist am produktivsten? Es ist Team Fimose. Falls wir irgendwann in einem UFC zusammenkommen, dann nennen wir uns auch Fimose. Ja, Team Fimose, so gehört sich das. Sehen wir zu, dass wir in Varo reinkommen, dann machen wir Team Fimose. Oder ihr macht ja. Fimose. Nee, Team Fimose ist schon ganz geil so, ja. Da können wir vor allen Dingen die ganze Zeit so Verengungsjokes machen. Oder so, das jetzt war wieder krass. War eine enge Geschichte, wenn wir dann fast gestorben wären und so. War ja, ganz schön ja. Oh Mann. Achso, soll ich wieder noch mehr Lava holen? Wäre vielleicht eine Idee, ne? Ja, jetzt haben wir noch 40 Ingots Obsidian. Gut, das sieht ja gut aus. Ich hol mal gleich einfach noch Lava. Ich habe ja den See markiert auf der Karte. So ersetzt mache, oh, Stone. Oh, ich habe keinen Diamant, sonst würde ich mir jetzt erstmal einen Golden Bag of Holding machen. Haben wir leider nicht. Haben wir andere Bags? Holding. Oh, wir haben Sleeping Bags. Genau, Schlafsäcke können wir uns machen. Können wir alle unterwegs schlafen. Das ist ja cool. So viel Wolle habe ich leider nicht. Ansonsten wäre ich dabei. Schlafsack mit oh, ich könnte mir ein Bag of Holding machen. Ach so. Ah, Gold braucht man. Hallo. Nee. Willst du meine Crib sehen? Guck mal, ist fett hier. Ja, ich habe hier blinkende Büsche. Hier habe ich meine Kaffeemühle. Und hier drüben habe ich meinen Atomreaktor.
Ja, ist eine Kaffeemühle. Hier ist mein Atomreaktor mit meinen ganzen coolen Sachen und so. Hat man natürlich wirklich. Eigentlich ist es nicht ein Atomreaktor, ja. Das sind über Survivalist Generator, okay. Ding, ist das PvP an jetzt. Komm doch. Au, so? Pass auf. Stimmt. Warte, GB, siehst du da unten? In der, die Anakin, I have the high ground. Ja. Da packen wir das ganze da Aluminium und so hin. I have the high ground, Anakin. Ich verstehe gerade nichts, der Däne ist so laut, was? Werf mir zu. Hört er denn so? Werf es zu. Ja. Nicht auskotzen. Ich kotze aber gerne. Okay. Ich habe ein paar Alubüsche gefunden. Jeder hat da so seinen Fetisch, ne? Ja. Das ist unsere Stadt. Was macht ihr? Nefi wird irgendwo im Wald als Einsiedler leben müssen. Tut mir leid. Hau ab! Sind Goron sein Minimi unterwegs oder was? soll ich, machen wir Partner-Duell? Soll ich mitmachen? Der Fluss ist noch lang. Ich merk schon. Was macht ihr da? The night is dark and full of terror. Aua, du Hose, was machst du? Ja, Team Fimose natürlich. Ich muss ja hier nicht, dass das hier eine enge Geschichte wird. Ne? Komm, Anne, zieh dein Schwert. Ich muss aber tatsächlicherweise, witzigerweise, genau in diese Richtung. Ja. Ich wusste nicht, dass das hier ein PvP-Projekt ist. Nee, Anne schlägt ja Leute nur mit Cheers ins Gesicht, siehe vor 3 Folgen oder so. Was? Anne, ja, du dachtest, war das nicht so, dass du mich angeschrien hast? Nee, ich hab Cheers gemacht, um dir zu helfen mit der Wolle. Schere mich bitte. Hallo? Du hast was? Schere mich bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frauen oft was verstehen, was nur sie verstehen, aber das hat, also, was mit Scheren zu tun hat? Ja, das ist eine bestimmte Art von Frau, die sowas immer jetzt versteht, aber... Jetzt abschreien. Ich wollte sagen, bei Scheren, bei Frauen verstehe ich immer was anderes gerade. Oh, Haare schneiden. Okay. Ja, genau. Sagt ihr Friseuse oder Friseurin? Friseurin, weil Friseuse ist abwertend. Wieso ist Friseuse abwertend? Was ist daran abwertend? Das ist scheiß Wort. Ja, echt. Weil das von Nein, das heißt kommt. Das heißt, was? Ich sag Friseuse, weil ich finde, Friseurin klingt irgendwie, als könnte man nicht reden. Hey, Friseuse. Friseuse. Also, weil Schreiben nicht so krass ist. Die gute alte Frimöse. Die gute Frimöse. Aber ich sag doch auch Fritteuse und nicht Fritteusin. Fritteuse. Fritteuse. Damit du damit keine Person ansprichst. Ja, aber und? Die aber natürlich nicht damit also halten sich Frauen für was Besseres als Fritteusen. Sie wollten einfach nur Der war gemein. Ja, und vielleicht sind wir ja besser. Da sind doch die Feministen. Ganz also ehrlich, ich will eine Frau sehen. Ich will eine Frau sehen. Ich will eine Frau sehen, die mit ihren Händen bessere Pommes macht als meine Fritteusin. Jo, Alter, bevor das hier so richtig Bambi entartet, würde ich sagen, Entartet? Ach, ist das nicht entartöset? Entartöset, Freunde. Bevor das hier enthoset, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lass ein Like da. Ich meine, das heißt ja auch Fimose. Tschüss. Okay. Tschüss.